Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zur Alpha 12.3, liebe Freunde. Wir sind hier mittendrin in 7 Days to Die und unsere Mine funktioniert immer noch nicht, aber das kriegen wir hin. Ich check jetzt mal kurz die Lage aus. Schaut gut aus draußen. Ich bin begeistert. Wie schaut's hier aus? Bottled Water haben wir 2. Nehmen wir natürlich mit. Ansonsten haben wir hier wenig Holz drin. Ich kann ja noch mal kurz ein bisschen was reingeben. Genau, einfach das. Das ist immer noch locked. Das werden wir irgendwann öffnen müssen. Hier ist unlocked. Hier haben wir Cotton drin. Was haben wir hier noch drin? Cotton Seeds, Pine Seeds. Das werden wir jetzt heute mal ein bisschen anbauen. Und Maple Seeds. Genau. Ich hoffe, wir sind hier undetected. Sind wir? Mal gucken wir mal, dass wir das hier wegbekommen. Wir müssen das gleich reparieren. Alter, ist das viel. Aber die haben sich schon echt hochgebaut, ne? Mit ihren Leichen. ja, ist gut. Stopp. Kurz reparieren. Ich weiß, das bringt sich bei den Dingern eigentlich jetzt fast nichts, aber besser als nichts, ne? So, gleich müsste es weg sein. Alter, das ist jetzt dynamischer irgendwie. Alter. Was ist denn das für eine Anzeige hier? Okay. So, Freunde. Wir fangen jetzt an, mal hier ein bisschen aufzubauen. Undetected. Ich hoffe, das passt so. Hoffentlich sind hier keine Bären oder sowas. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir jetzt die Patch Notes gar nicht mehr durchgelesen, weil ich mir gedacht habe, das kriegen wir schon früh genug raus. Da hinten ist was. Ich höre auch tatsächlich wieder was. Undetected. Lass mal kurz auf die Karte gucken. Hier waren wir noch nicht. Hier unten waren wir. Wir wissen eigentlich von dem Gebiet an sich relativ wenig. Schwierig. Da liegt unser Rucksack. Wir setzen den Waypoint darüber. Haben wir eigentlich irgendwas zu essen noch? Lass mal kurz checken. Ich weiß nicht, was der Maki da reingepackt hat. Auf jeden Fall ist es weg. Zumindest jetzt im Augenblick. Brass. Noch was zu essen. Und hier könnte man auch Bärmeat und so weiter noch verarbeiten. Hier haben wir auch Grilled Beef. Ja, nimmt man mit. Ist zwar jetzt nicht so gut, das einzupacken, weil wir dadurch halt enorm stinken. Wir könnten auch mal so versuchen. Okay, Freunde. Golden Rods nehmen wir natürlich immer mit. Steine auch gerne. Und Cotton, ihr wisst es, auch immer, wenn wir es kriegen. Hier wird irgendwas. Hier kämpft, glaube ich, gerade irgendwas gegen den Bären. Da mischen wir uns nicht ein. Immer so sauschnell ausgelaugt. Ja, regenerieren wir kurz beim Laufen. Alter. Kriegst du echt Zustände hier. Was ist das für ein Geräusch?
sehe nichts, aber ich höre immer irgendwas. Oh, hier ist auch noch was. Sollen wir gleich mal looten gehen. Wir haben wieder Tag 1, Freunde. Das hat den Hintergrund, dass durch den Patch auch tatsächlich dann mein Spiel zurückgesetzt werden musste. Was jetzt nicht schlimm ist. Ist ja halb so wild. Sind wieder ein bisschen ausgelaugt. Also die Ausdauer ist momentan noch echt grottig. Da läuft ein Boomer. Wir versuchen den mal geschickt zu umgehen. Und regenerieren dabei noch ein bisschen vielleicht. Ein bisschen Blickkontakt halten. Solange ich keine Pistolen herstellen kann, keine anständige... Wir bräuchten mal dringend eine Pickaxe oder sowas, um uns tief runter zu graben. Da ist ein Schwein. Oh Mann. Ja, ein bisschen looten. Alleine ist das immer so eine Sache. Okay, wir sind hunted von dem guten Kumpel hier. Mal gucken, ob wir dem entweichen können, entrinnen. Beziehungsweise, ob wir das überhaupt müssen, weiß ich gar nicht. Und tschüss. Hat er irgendwas für uns? Oh, ein bisschen Holz dabei. Kann man immer gebrauchen. Tut nicht weh. Ist in Ordnung. Ich denke mal, für das Ding brauchen wir Sticks. Ah, jetzt kannst du es endlich auch reparieren. Gut. Gut, alles klar. Welches Level haben wir eigentlich? Muss ich mal gerade gucken. Weiß ich ehrlich nicht. 9. Na okay. 9 ist in Ordnung. Okay. Auf geht's weiter Richtung Siedlung. Da wird uns ja auch noch einiges erwarten. Okay. Hier ist auch noch was zum Looten. Alter, schön ist es schon, muss man sagen. Aber auch gefährlich. MT, verdammt. Schön ist es ja schon. Muss ich gerade mal gucken, welche Taste... Wow, Splitscreen. Okay, Splitscreen war jetzt nicht gut. Ich habe gerade in die Taste gesucht, wo ich das ausblenden konnte, aber es war tatsächlich die Taste hier gewesen, die ich gesucht habe. Weil ich will ja auch mal ein bisschen Thumbnails machen. Muss ja auch sein, damit ihr seht, was ich da sehe. Ja? Auch wenn ihr das Video noch dann im Anschauen seid. Ah, da ist ordentlich was los. Die Zombie-Anzahl ist immer noch gleich geblieben. Ja, wieder MT. Also, es ist auf jeden Fall nicht gerade lustig hier oben. Ich würde ganz gerne mal auf den Wasserturm hoch. Wir müssten mal dringend in solche Buden reinschauen. Also, während wir hier jetzt nicht angegriffen werden. Alter, ist das schön. Leck mich doch am Arsch. Mann, oh Mann. Level 10, Freunde. Level 10. Und ein paar Federn abgegriffen. Ah, wieder ein paar Sachen. Und wieder runter. Möglichst schnell. Zack. Bullseye-Zwerg, ja. Wunderbar. Casings. Na, ah, das ging dann eben so viel zum Thema Bullseye. Na, also. Nägel. Das dauert 100 Jahre, bis man da reinkommt. Ja, ich glaube, da sollten wir unser Glück lieber außen versuchen. Weil das bringt ja so nichts. Also wenn der Bude offen ist, schauen wir rein, aber... Ja, so hier. Ja, ich habe ein bisschen Bammel, solange ich kein Licht habe.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch jedenfalls noch jemand drin ist. Das gute Zeug kriegst du halt nur da, ne? Mir wäre mal so ein bisschen eine Axt oder sowas wäre halt ganz nice. Wenn man so mal, an so mal was rankommt. Empty Bookcase, danke fürs Gespräch, ey. Wo gehen wir denn jetzt hin, Freunde? Wir müssen hier mal ein bisschen durchsuchen. Das hatte alles keinen Wert hier. Waffenteile, sehr nice, sehr, sehr nice. Das ist in Ordnung. Wieder Sachen. Das sind alles Dinge, die wir gebrauchen können. Im Endeffekt können wir ja eh alles gebrauchen. Aber jetzt im momentanen Zustand ist es wohl so, dass wir wirklich tatsächlich alles gebrauchen können. Hier in dem Raum war da Maki wohl schon mal drinnen gewesen, so wie das aussieht. Und die Ice Lady. Gehen wir nochmal hier schnell rein. Geräusche, die ich nicht hören will. Oh. Da hat Bullseye Zwerg wieder zugeschlagen. Na, wieder alles mitnehmen. Bandana. Bookshelves, hier ist auf jeden Fall was drin. Hier geht's hoch. Vorsichtig. Immer vorsichtig, Freunde. Ich habe gerade echt so ein bisschen Bammel, dass wir gleich Mörder die Party kriegen. Schaut gut aus bis jetzt. Ich sehe schon, ich stürze gleich ab, garantiert. Wir sind nicht hunted, also es nähert sich auf jeden Fall nichts, was nicht schon ohnehin da war. Dass wir halt nichts finden hier. Dass wir halt echt gar nichts finden. Das ist halt so ein bisschen meh, ne? Okay. Also wir haben gerade gefunden eine Mütze. Ne, da finde ich das Ding eigentlich cooler. So, und wir haben noch den Bandana. Bandana. Was haben wir hier? 10, 10, 10, 10, 10. Und gegen 6. Oh, ja. Alles klar. Okay, Freunde, wir hauen jetzt hier locker flockig ab. Ich gehe langsam. Aber dafür mit viel Liebe. Irgendjemand ist da drin und hat gerade echt keinen Bock drauf. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, dass wir irgendwann volle Kanne in so eine Wanderhorde reindonnern. Ach, da unten. Kranke Schwester. Abstand. Also, Problem gelöst.
Auch Problem gelöst. Axt. Habt ihr es gesehen, Freunde? Oh, verdammt. Der ging aber echt meilenweit daneben. Hast du keine Hobbys, wirst du Zombie-Man. So. Zombie-Man. No, der ging echt drüber. Komm schon. In your face, baby, in your face. Ah, nee, das war falsche Richtung. Da war ich jetzt echt ein bisschen zu übermütig. Okay, wir brauchen immer noch nach wie vor und mit aller Liebe brauchen wir Bücher. Bücher wären jetzt gerade so das Ding, wo ich sagen würde, yep, dann haben wir es geschafft, wenn wir so ein Buch bekommen. Ist alles shiny, aber im Augenblick hilft uns das nichts. Wir müssen weitermachen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, Zwerg stirbt in 7 Days to Die. Bis dahin hoffen wir das Beste und erwarten das Schlimmste, dass wir zum Beispiel den Bogen wegschmeißen. Und bis dann. Tschüss.